So muss sein, richtig geil. Die Sonne kommt auch gleich raus, hoffe ich. Ah, herrlich. Oh. Am guten. So, und jetzt möchte ich über das mit dem Rucksack sprechen, wie das so gewesen ist. Naja, also der Osprey, der ist dann gekommen, der Rucksack, endlich in meiner Größe. Den habe ich dann auch ganz toll gefunden nach wie vor. Richtig guter Rucksack, mit viel Platz und schaut auch gut aus und alles. Hat mir sehr gut gefallen, Material und so weiter. Ja, und dann habe ich den erstmal weggelegt gehabt und bepackt und so. Und dann kamen meine Kinder. Dann sind wir zum Decathlon gefahren, weil ich den Jungs einen Rucksack versprochen hatte. Jeder einen. So, den haben sie sich dann ausgesucht und der kleine Tyler, also mein Jüngster, der hatte sich dann den hier, was ich dabei habe, ausgesucht, den Rucksack. Und der hat mir recht gut gefallen, dachte ich mir, Mensch, jetzt habe ich daheim den teuren Osprey und der für 39 Euro vom Decathlon, der würde mir an sich auch gefallen. Okay, habe ich mir gesagt, ich probiere den Osprey auf jeden Fall mal aus, dafür ist er da. Ich habe dann festgestellt, dass dieser Rucksack von Osprey mir hier so reindrückt in die Schulter. Da habe ich mir gedacht, gut, dann packe ich nochmal aus, packe das anders, stelle es ein bisschen anders ein. Dann ging es kurz und nach einer kurzen, ein paar Sekunden später wieder Druck hier oben auf der Schulter. Also richtig, wenn man da so reingefasst hat, da war da so ein Wulst vom Rucksack. Nicht, weil ich den falsch gepackt hätte oder so, sondern der ist so, das ist einfach so eine Nahtwulst, ist das. So drüber gelegt über den Tragesystem, damit es halt dann weich ist. Und genau das hat unangenehmsterweise in meine Schulter gedrückt. Ich habe das dann hin und her ausprobiert, immer wieder mal, so glaube ich 10, 20 Mal bestimmt, weil ich bin ja nicht so der Typ, der dann gleich sagt, Schlussende aus, ich bringe den gleich zurück und so, nee. Also ich habe das wirklich ausprobiert, allerdings alles zu Hause und ja, und jedes Mal, wenn ich den aufgesetzt habe, hat er eben an dieser Stelle gedrückt. Und nach einer gewissen Zeit habe ich dann gesagt, vergiss es. Ja. Und der Jüngste hat ja eben diesen Rucksack, den ich jetzt da auch habe von Decathlon, und der reicht mir vollkommen aus. Der hat also Pro und Contra zum Osprey, also Pro auf jeden Fall der Preis, 39 Euro. Osprey Castrail kostet mit 28 Liter, kostet 135, wenn man ein gutes Angebot hat, ca. 100, 105 Euro. Muss man halt googeln ein bisschen, schauen. Das funktioniert auch, aber... Also diese Preisspanne hat mich schon absolut überzeugt. Dachte ich mir, für eine Tagestour, also für eine Tagestour zum Wandern in den Bergen und so, da reicht mir der völlig aus. Da geht genauso viel jetzt rein wie in den Helicontex Raccoon MK2. Natürlich ist das Packen etwas ungewohnt, aber dieser hat auch Frontladesystem und so weiter. Es war auch wieder ein Pro-Punkt und dann diese Rückenfläche. Und dieses Netz, das Mesh, damit man halt einen kühleren Rücken hat und nicht so schwitzt. Und es trägt sich einfach angenehm. Ja, und dann habe ich den Osprey, habe ich mich entschieden, den zurückzuschicken. Das war absolut eine gute Entscheidung. Ich habe den jetzt heute das erste Mal dabei.
den Decathlon-Rucksack und probiere den ein bisschen aus. Also von der Menge, was ich mitnehmen kann, reicht er mir auf jeden Fall schon mal. Wenn man jetzt überlegt, es wird dann Frühling und Sommer. Für eine Tagestour nimmst du da kaum was mit. Ist ja optimal. Glücklicherweise ist bei uns neben dem Decathlon ein paar Meter weiter auch jetzt der McTrek. Da kann man dann auch mal reinschauen und sich dann auch mal richtig beraten lassen, weil ein Rucksack bestellen ist immer so ein bisschen so eine Sache. Bei einem Militärrucksack, da geht das gerade mal so. Wenn man weiß, den kann man verstellen und so, es könnte schon klappen. Aber in der Regel sollte man sich die Rucksäcke schon vor Ort mal anschauen und vor allen Dingen auch beraten lassen wegen der Rückenlänge und so. Macht durchaus Sinn. Genau. Aber jetzt derweil, ich bin zufrieden. Das war die Geschichte. Somit ist das Projekt zivil erstmal abgeschlossen. Hat funktioniert. Tata, Sonne im Gesicht. Wunderbar. Jetzt werde ich die Zeit noch ein bisschen genießen. Das war's vom Video heute. Draußen im Frühlingswald wieder mal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier auf meinem Kanal in der Natur wieder. Danke fürs Reinschauen. Bis dann. Schöne Zeit draußen. Macht es gut. Servus. Ciao.